Als Online-Trader benötigen Sie einen Broker, der besonderen Schutz und umfassendes Training bietet. Active Trades, Ihr neuer globaler Partner im Online-Trading. Die US-Notenbank am Mittwoch wird mit einer Leitzinsentscheidung die Woche quasi richtig starten. Ja, die ersten zwei Tage dieser Woche werden wahrscheinlich dahingehend ein bisschen von Konsolidierungen beherrscht sein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Forex Morning Statement. Nun nach den IB-Days letzte Woche. Das Interesse war groß und es hat sehr viel Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Und ja, bedanke mich natürlich schon einmal für alle Zuschauer oder bei allen Zuschauern. So, mit was wollen wir uns beschäftigen heute im Rahmen oder im Kontext dieser erwarteten Leitzinsentscheidung? Nun ja, Euro, US-Dollar, Gold und Dow Jones sind wahrscheinlich die Märkte, die die meisten in diesem Zusammenhang interessieren sollten. Und genau deshalb verschaffen wir uns hier mal einen recht zügigen Überblick, denn viel hat sich ja in den letzten Tagen nicht getan, aber es haben sich einige interessante Punkte gebildet in den letzten Tagen und Wochen, die durchaus mein Interesse wecken könnten und beziehungsweise auch schon teilweise geweckt haben. Wird die US-Notenbank den Leitzins anheben? Ja, das ist ein bisschen fraglich, denn die Inflation steigt moderat. Es gibt jetzt eigentlich aktuell keinen akuten Grund, den US-Leitzins noch einmal zu straffen. Insbesondere jetzt, wo gerade die Börsen auch wieder, die Finanzmärkte wieder neue Hochs erwischen und so weiter, könnte es sein, könnte es auch ein Indiz dafür sein, dass die Marktteilnehmer auch erwarten, dass hier erst einmal nichts weiter Großartiges passiert. Aber ja, nichts Genaues weiß man nicht und deswegen konzentrieren wir uns hier auf die Charttechnik. Ich denke, das ist einfach mal das Produktivere. Ja. Schauen wir uns den Euro-US-Dollar mal an. Wir hatten in letzter Zeit sehr viel über diese, wann war das, Ende, ja im letzten Drittel des August ausgebrochene Flagge gesprochen. Wir hatten auch über das mögliche Kursziel gesprochen, hier bei rund 1,2380. Ja, können wir es abrunden? Ja. 1,2380. Darüber hatten wir gesprochen, 161,8er, 289er Fibo Expansion Level. Wir haben auch die Projektionshöhe der Flagge dort und. Also das passt schon so weit. Jetzt war die Frage, wie wir in diese ganze Situation hineinkommen, in die Rallye, wer vielleicht noch nicht rein ist oder wer gern aufstocken möchte. Ihr erinnert euch, diese Situation hier hatte ich bereits als Retest definiert damals. Deswegen hatte ich gesagt, okay, wenn der Kurs steigt und noch einmal dieses formationsinterne Hoch testet, also diesen ehemaligen Widerstand, dann kann man sich auch wieder positionieren. Auch das ist passiert. Man konnte sich hier positionieren und jüngst hatten wir auch in unserem Signaldienst geplant, uns wieder zu positionieren oder beziehungsweise eine erste Positionierung auszuloten. Und zwar im Kontext eines Tests dieses ehemaligen Formationshochs bei ungefähr 1,1847. So, wie man unschwer erkennen kann, das wurde hier alles wunderbar punktgenau abgeholt. Aber ich habe bereits gewarnt davor, dass es jetzt auch im Zuge dieser Leitzinsgeschichte, dieser Leitzinswoche zu einigen Turbulenzen kommen kann. Ja, wir erinnern uns dran, ist der Daily 34er EMA, der kämpft sich ja auch schon wieder hier hoch und der sorgt ja immer für ein bisschen Trouble. Deshalb sollten wir nicht überrascht sein, und das gilt auch ein bisschen als Warnung für alle Bullen, wir sollten nicht überrascht sein, falls der Kurs doch nochmal den einen oder anderen Ausflug hier in Richtung Süden unternimmt. Ja, meinetwegen wirklich nochmal in etwas tiefere Regionen vorstößt, beispielsweise hier in Richtung der 1,1790 oder sogar in Richtung der 1,1767. Ja, und diese Ausbruchssituation von der Flagge einfach nochmal testet. Ja, warum soll das nicht tun, der Kurs? Und spannend wird dann einfach, ob er wieder über den Daily 34er bzw. ob er wieder dann über diesen Support bei 1,18573 steigen kann. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass er hier wieder drüber bleibt, egal ob er jetzt so ein bisschen korrigiert und konsolidiert und dass er nicht unterhalb der 1,17251 schließt. Also diese Pufferzone von ungefähr 130 Pip, die ist für mich sehr, sehr entscheidend und ich bin gespannt, was diese Woche passiert. Wie gesagt, Kursziel bleibt erst einmal definiert. Die mögliche Troublemaker-Zone hier, die haben wir auch definiert. Und den Einstiegspunkt, falls jetzt doch nichts weiter passieren sollte, den haben wir bereits getriggert. So, was gucken wir uns als nächstes an? Gold hatte ich gesagt, genau.
Gold auf dem Wochenchart. Wir hatten ja den Ausbruch aus dieser wunderschönen Flagge gesehen, die ihr hier sehen könnt, und auch schon ein entsprechendes Kursziel definiert. Lass es mich noch einmal visualisieren. Hier bei rund 1,13,660, also 1.366 Dollar. Er hat kurz vorher gedreht, auch darüber hatten wir gesprochen. Hier befindet sich schlicht und ergreifend ein harter Widerstand aus dem Monatschart, also war jetzt keine große Überraschung. Und des Weiteren folgt der Goldpreis auch der weiteren Prognose hinsichtlich des Tests dieses überwundenen Widerstandes bei ungefähr 1,13, also 1.304 Dollar, respektive 89er und 100er Expansion Level. Ja, das ist so die erste Testzone, wo wir sagen können, hier wird es mal spannend. Falls es sich hier stabilisiert, dann besteht durchaus die große Chance, dass wir uns hier weiter in Richtung Norden positionieren können. Aber wir müssen an eines denken, und zwar, wir sahen zwar einen Ausbruch, das war hier Anfang August, wir sahen auch schon mit der nächsten Kerze einen Retest dieses Ausbruchsniveaus, und dann wurde auch letztendlich das 61.8. Expansion Level überwunden und das Formationshoch bei rund 1.286,80 Dollar. Aber hier gab es eben auch noch nicht einen wirklichen Test. Ja, das kann man nicht sagen, dass der Kurs hier wirklich mal zügig runter ist und das Ganze nachhaltig getestet hat. Und genau deshalb, ich glaube, hier gibt es auch noch ein offenes Gap. Genau, das sehen wir jetzt hier High Live. 1290,68 und 1200. Ja, hier gibt es sogar noch ein offenes Gap. Also, zweite oder Sekundäreinstiegsbereich, kann man so nennen, müssen wir hier mal definieren bei rund 1288 bzw. 1286 Dollar. Wäre natürlich einfach noch vorteilhafter, wenn wir so tief fallen, damit wir hier zu viel günstigeren Kursen reinkommen. Ja, schauen wir uns die Situation nochmal auf dem Tageschart an. Das hatten wir diese oder ähnliche Niveaus. Jetzt habe ich irgendwas verschoben. Moment. So, über diese Niveaus hatten wir ja auch schon gesprochen im Tageschart. Wir hatten zwar gesagt, okay, wir sehen hier einen Ausbruch aus dieser aufwärtsgerichteten Flagge und ich denke auch, dass der Kurs noch weiter steigt. Das hatten wir ja auch schon alles definiert. Problem an der ganzen Sache ist, dass wir hier natürlich eine sehr, sehr starke Überreizung festgestellt haben und dass wir hier auf dem Tageschart einige Ausbrüche nicht getestet haben, beziehungsweise die nicht getestet wurden. Ja? Rund um die 1289,90 Dollar, die rund 1294 Dollar, ja, dieser Bereich. Und ja, logischerweise überschneidet sich das natürlich auch mit diesem inzwischen weichen Unterstützungsbereich aus dem Wochenchart. Und dementsprechend diese Zone hier, auch im Tageschart zwischen 1286 Dollar und 1200, was hat man gesagt, 1294 Dollar, ebenfalls interessant, um sich gegebenenfalls noch einmal bullisch zu orientieren bzw. bullisch zu positionieren. Auf dem H4-Chart sehen wir es aktuell auch, dass hier erst einmal die Zeichen auf Korrektur stehen. Der Kurs war ausgebrochen aus diesem steil aufwärtsgerichteten Trendkanal und dementsprechend sollte sich hier eine erste Barriere, respektive ein erstes Short-Kursziel bei rund 1302 bzw. 1303 Dollar bilden. Ja, wäre natürlich angenehm, wenn der Kurs noch mal ein bisschen steigen kann, beispielsweise das Gap hier schließt im Zuge dieses Ausbruchs oder den Widerstand hier oben noch mal testet bei rund 1355 Dollar. All das hier oben, diese Zone, das wäre für mich interessant, um ja kurzfristig bis mittelfristig auch noch mal ein bisschen zu shorten hier auf unsere potenziellen Retest-Niveaus. Und ja, dann kann man natürlich auch noch diesen positiven Short-Swap genießen. Ich denke, das ist jetzt nicht unattraktiv und bin auch sehr, sehr froh, dass ins Gold wieder deutlich mehr Dynamik reingekommen ist jetzt in den letzten Monaten. Ja, zu guter Letzt schauen wir uns noch den Dow Jones an. Klar, wir haben Index, ein Edelmetall und ein Währungspaar. Wir sehen auch hier im Dow Jones eine aufwärtsgerichtete Flagge. Kurs ausgebrochen, hat nochmal das ein oder andere Retest-Niveau abgeholt. Wir waren beispielsweise auch mit meinem Signaldienst hier bei 21.610 Punkten, sind wir hier long eingestiegen und haben das letzte Woche im Zuge des Verfallstages aufgelöst, hier nach, ich weiß gar nicht, 550 Punkten oder sowas. Und jetzt ist er wieder rausgekommen und ich denke auch nicht, dass jetzt uns hier jetzt spontan der große Crash droht, also jetzt nicht in unmittelbarer Zukunft. Ich denke vielmehr, dass wir hier unsere Kursziele noch erreichen sollten. Die befinden sich hier bei ungefähr 22.800 Punkten. Und es ist schon Wahnsinn, diese Zahl.
Und wir haben aber auch Zwischenkursziele, und das ist eigentlich das Spannende. Ja? Also, wie können wir jetzt an der aktuellen Entwicklung partizipieren? Nun, wir sehen hier noch diesen etwas flacher verlaufenden, aufwärts gerichteten Trendkanal, beziehungsweise die Flagge. Und davon können wir natürlich auch ein Kursziel ableiten. Lasst es mich mal schnell tun. So, und zack. Und dann können wir uns das mal auf das Ausbruchsniveau drauflegen. Und da sehen wir, wir sollten irgendwo in Richtung des 261,8er Expansion Levels geraten. Also bei rund, was sehen wir hier, 22.600 Punkten. Und dann gibt es ja auch noch eine zweite Formation, die sich hier gebildet hat. Ich hoffe, es wird nicht zu unübersichtlich, aber ihr könnt ja die Pause-Taste drücken im Video und dann seht ihr das vielleicht nochmal etwas genauer. Insbesondere, wenn ich es jetzt hier frisch einzeichne. So, und da sehen wir auch hier eine Flagge, die überwunden worden ist. Und auch hier können wir natürlich ein Kursziel definieren und das entsprechend auf den Ausbruch auflegen. Und da sehen wir schon, dass wir hier eine, ja, relativ, Moment, hier habe ich es nicht richtig angelegt, das ist hier, dass wir hier eine klare Überschneidung sehen dieser beiden Kursziele bei rund 22.600 Punkten. Und das ist natürlich ultra interessant. Ja, also wenn wir hier eine aufwärtsgerichtete Flagge haben, eine abwärtsgerichtete Flagge, und dann überschneidet sich dieses Kurszielniveau, dieses vermeintliche Kurszielniveau, dann gehe ich einfach fest davon aus, dass wir das auch erreichen. Ja, wie können wir in die Sache hineinkommen? Reinspringen, davon halte ich nichts. Ich denke, das sollte jetzt auch der Letzte mitbekommen haben, der meine Analysen regelmäßig verfolgt. Ich konzentriere mich vorwiegend jetzt, also so wirklich der letzte Einstiegspunkt oder die letzte Barriere wäre hier dieses offene Gap zwischen 21.780 Punkten und 21.830 Punkten. Interessanter wird es aber nun hier an diesem Ausbruchsniveau dieser abwärts gerichteten Flagge bei ungefähr 21.980 Punkten, weil wir damit auch wieder eine Überschneidung sehen zwischen diesem, kann man reinzoomen, zack, zwischen diesem überwundenen horizontalen Widerstand und diesem diagonalen Widerstand. Das ist einfach so eine Zone, wo ich sage, ja, das ist sehr, sehr spannend. Und falls es hier zu einer kleinen, feinen Korrektur kommt, wo schon wieder alle vom Crash reden, ja, dann sollte man den Mut nicht verlieren und gegebenenfalls diese wunderschöne Positionierungsmöglichkeit nutzen. Denn wie gesagt, wir haben Kursziele rund um die 22.600 und 22.800 Punkte. Ich denke nicht, dass das jetzt unattraktive Positionierungsmöglichkeiten sind, beziehungsweise nicht unattraktive Aussichten hinsichtlich des Kursniveaus. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder Luft holen, es war viel zu besprechen und ja, aber es sind natürlich sehr interessante Märkte aktuell, ihr seht es ja selbst. Und ich wünsche euch natürlich einen super erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Wir hören uns in der nächsten Analyse wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.